Komm her. Ha, ha, ha. Diesmal reiten wir auf ihm. Ich glaube, beim ersten Mal war das so... Doch. Haben wir uns dann in ihn verwandelt. Bin mir gar nicht... Ich glaube, im ersten Teil geht das gar nicht. Im ersten Spiel sind wir stets immer die Reiter, sagen wir mal so. Aber wir sind bestimmt auf den Tieren. Ich glaube, in Teil 3 ist es so, dass wir uns auch in die Tiere verwandeln können. In Teil 2 auch. Das ist verdämlich. Ja, hau mal ab. Ach gut, euch können wir ja wohl pieken, ne? Ja, könnten wir, wenn wir nicht... Komm her, ich will dich mit nach draußen nehmen. Ich nehme dich mit in die Freiheit. Und wir haben alles gelöst, oh Wunder. So, wie sieht's aus, Candy? Nein, Cranky Kong ist an der Reihe. Komm her und lass dich anschauen, kleiner Stinker. Der Crafty Croctopus versteckt seine Schätze in der Korallenkarambolage. Rambinas Nashorn rennt alle versteckten Türen ein, wenn er sie findet. All diese Action, ich glaube, ich werde alt. Ich muss erstmal ein Nickerchen machen. Ja, seine Tipps sind jetzt nicht so die besten, aber naja. Glühbirndrama. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Oh, ein weiterer tierischer Helfer. Das ist Squawks, der Papagei. Den werden wir auch in den anderen Spielen wiedersehen. Allerdings in anderer Form. Hier leuchtet er uns den Weg. Und ab Teil 2 können wir ihn auch selbst steuern. Ja, das soll jetzt besonders schwierig sein, ne, diese Lichtwechsel. Aber man sieht doch... Ja, man sieht genug, genau. Deswegen sterbe ich auch gerade. Nein. Also man sieht ja eigentlich wirklich genug. Und ich sehe das jetzt nicht als große Schwierigkeit an, muss ich sagen. Gut. Hops. Nehmen wir den nochmal mit. Kann er nicht rollen? Natürlich kann er das. So. Es blendet ganz schön, wenn ich diese Bildwechsel mache. Ne? Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht zu sehr. Da müsst ihr jetzt durch. Da ist schon das O. Wir sind doch gerade am Anfang. Muss ein sehr kurzer Level sein. Okay, ist da oben was? Nein, ist nicht. Ja gut, dass wir diese Flammen nicht berühren dürfen, ist wohl klar. Oh, das ist schlecht für Diddy. Der kann die ja nicht töten. Die Dingen. Das ist auch nicht gerade einfach. Uff, das war schon die Hälfte des Levels. Das war wirklich ziemlich kurz. Oh, da ist ein Fass. Vielleicht hier unten? Ha! So kann's gehen. Oh, ich bin für das Leben. Deswegen nehme ich die Banane. Toll. Ja, war schlecht. Ist klar. Aber wir haben den Bonus... Raum gefunden. Das ist das Wichtigste. Jetzt gibt es hier Zahnräder. Warum auch? Ach so. Ja, man kann so oft probieren, wie man will. Diddy kann diese Gegner nicht umhauen. Und mit Donkey werden diese Sprünge nicht gerade einfacher. Ich lasse das N jetzt N sein. Aber die schreien so geil. Das finde ich immer herrlich. Ey, wieso? Wieso hat der mir das... Wieso schmeißen die immer das Fass weg? Ja, hier wäre ein Geheimgang gewesen. Shit. Ach, ich gehe erstmal raus. Ja. Okay. Ah, wir haben Candy. Wir speichern jetzt erst einmal. Soll ich euch etwas abspeichern? Ja, das will ich gerne, denn ich bin Candy Kong. Candy's Game Save. Okay, Leute, wir machen das nochmal. Ich versuche es nochmal eben hier wenigstens dieses eine Bonuslevel zu finden, bevor ich mich jetzt nochmal verabschiede in dieser Session. Denn das will ich nochmal eben schaffen. Komm her, ich will das N auch noch haben. Das N. Das K. Oh, okay. O. Die sehen doch eigentlich viel dicker aus als die blauen. Die müssten doch eigentlich viel lauter schreien. Oh. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe in
bei meinem Job haben wir auch einen Mandanten, der ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dick, aber er ist füllig und ziemlich groß dabei. Also es ist schon wie so, so ein Riese. Und hat dann aber auch eine ganz dunkle Stimme. Und das finde ich dann immer ganz cool, wenn der mit mir spricht. Ich stelle mir dann immer vor, dass dieser Mandant bei meinen Resident Evil Let's Plays immer die Stimme am Anfang macht. Scheiß auf das N. Dann heißt es dann willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Scheiße. Okay, wir versuchen es nochmal. Aber mit diesem Fass bleibt uns der letzte Geheimgang nicht verwehrt. Und ich glaube nicht, dass ich den hier bis dahin ganz mitnehmen kann. Versuchen kann ich es ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber ich bin ziemlich weit gekommen. Nein, ich will es lieber nicht versuchen. Ja, das ist natürlich... Ja... Denn wenn ich jetzt hier beende und wir beim nächsten Mal weitermachen, dann sind ja meine Leben sowieso alle wieder weg. Deswegen kann ich die jetzt auch ruhig verplempern hier. Das ist ja keine Verschwendung, wenn man das so... Ja, oh. Ich find's einfach nur cool. Ja, eigentlich ist dieses Level wirklich nicht besonders schwer. Ich bin einfach wieder nur zu flapsig. Und zu dämlich manchmal auch. Komm. Ich will dieses eine Bonus-Level da noch hinkriegen. Ich find's immer wieder herrlich. Mann! Didi, was tust du? So, halt das Ding fest. Nagi! Wieso schaffe ich es denn nicht, über dieses letzte Teil da zu springen? Komm her jetzt. Na komm, wir nehmen den Dicken. Mit dem ist es lustiger. Okay, das war's wieder. Halt's fest. Kleiner Mann. Kleiner Sack. Ich hatte gerade zu dir gesagt, du sollst es festhalten. Raus. Nicht töten, rausgehen. Hallo. Manchmal denkt der Controller, glaube ich, ich will ihn verarschen. Und dann sagt er, nö, du, den Trick gibt's nicht hier. Das gibt's nicht hier. Komm her, Donkey. It's your turn. Schließlich heißt das Spiel Donkey Kong Country und nicht Diddy Kong Country. Und dieses Rad behindert mich jedes Mal. Meine Damen und Herren, das Rad. So, jetzt nimmst du den hier bitte mit und springst hier rüber und gehst in diesen Bonus-Level rein. Ein Klapptrap. Und das ist das G, das wir nicht brauchen, weil wir bereits das N schon nicht haben. Und ich lass mich beißen. Und gehe aus dem Level raus. Und sehe, dass wir das Ausrufezeichen haben. Yeah. Okay, Leute. Ich denke, ich guck nochmal. Ah, Funkys Flüge ist wieder das nächste. Mal gucken, ob er einen neuen Spruch drauf hat. Ich glaub's zwar nicht. Hey, ihr Blindgänge! Ich bin's, der Funky Kong! Was? Mein cooles Jumbo-Fass kann euch zu jedem Punkt auf der Insel bringen. Allerdings nur an Orte, an denen ihr vorher schon mal aufgetreten seid. Alles klar, Mann! Ist doch eine starke Sache, was? Ja. Du kannst mich mal. Also unser nächstes Level heißt selbstgestrickte Brücken. Was auch immer das sein wird. Ich tippe mal auf irgendwelche Lianen. Gut. Ich werde noch einmal eben kurz speichern. Wie wäre es mit einem kleinen Dreher in meinem Speicherfass? Der war mir jetzt nicht so geläufig, der Spruch. Aber wir speichern mal ab und haben 59%, Freunde.
Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Donkey Kong Country. Bis dahin noch einen schönen Tag oder schöne Nacht, je nachdem, was wir gerade für eine Uhrzeit haben. Und wir sehen uns. Euer Alex.